Momentan läuft für Maria Erlacher alles Geschäftliche nur über Telefon oder Internet. Denn ihre Boutique Flair Fashion in Dachau wurde aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres geschlossen. Das momentane Aus hat die Unternehmerin aus Leidenschaft eiskalt erwischt. Sie bewegen im Augenblick vor allem Existenzängste, Schlafen vor Erschöpfung teilweise und auf der anderen Seite auch das Gefühl, es geht ja allem parallel gleich. Es trifft uns gerade alle durch die ganze Bank. Ich habe so ein Motto, das Leben ist ein Miteinander und ich spüre im Moment, wir rutschen alle etwas wieder mehr zusammen, auch wenn wir Abstand halten müssen. Flair Fashion Damenmode in Dachau existiert seit über 30 Jahren. Normalerweise herrscht hier reges Treiben von Stammkundinnen, die sich ihre Lieblingsmode aussuchen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht vor über 30 Jahren. Ich bin gelernte Damenmaßschneiderin, liebe Menschen. Für mich sind Menschen einfach, ich gehe nicht in meine Arbeit, ich gehe in mein Wohnzimmer und darf mit schönen Dingen arbeiten. Der Kontakt zu den Damen, die bei mir auf einen Espresso, auf einen Ratsch vorbeikommen und dann auf angenehme Weise ihr modisches Outfit finden, fehlt mir im Moment unglaublich. Maria Erlacher machte aus der Not eine Tugend und produzierte eine Online-Modenschau. Wir haben ein Video gedreht von der Modenschau, das hat ein paar Faktoren gebraucht. Wir haben unsere Mannequins gefragt, ob sie mitmachen, ob sie uns die Film- und die Bildrechte abtreten. Haben sie sofort gemacht, waren sogar sehr, sehr dankbar, weil sie alle freiberuflich sind, dass sie die Chance hatten, noch eine Show mitzunehmen. Wir haben bei unserem Video auf YouTube, das wir hochgeladen haben, die Outfit-Nummern beschrieben, geben mir die Outfit-Nummern durch und nachdem ich jahrelang persönliche Beraterin bin, darf ich das eine oder andere Teil in der Auswahl noch mit dazugeben und dann wird die an die Kundinnen rausgeschickt. Sie probieren es zu Hause und was gefällt, wird dann per Rechnung online überwiesen und der Rest wird von uns wieder abgeholt. Trotz aller geschäftlichen Probleme freut sich Maria Erlacher über den gemeinsamen Zusammenhalt, den sie erfährt. Wir haben eine Gruppe, die sich gegründet hat, um einen Herrn Tanek, Frau Hermes und Frau Kaspari, die Großartiges leisten, die in allen Bereichen uns Einzelhändler auch zusammenschließen. Da habe ich das Gefühl, da geht mir das Herz auf und das gibt mir Hoffnung. Hoffnung auf eine Zeit nach Corona, wenn wieder ein direkter Kundenkontakt möglich ist und nicht alles übers Telefon abgewickelt werden muss.